bei 90.000 Neuerscheinungen allein in Deutschland in jedem Jahr. Wie kriege ich die Aufmerksamkeit? Wie kriege ich den Platz im Regal? Wie begeister ich? Für mich ist es mit jeder Neuerscheinung ein neues Anlaufnehmen und losspringen. Der Verlag Hermann Schmidt Mainz existiert seit 1992 und wir geben jährlich ca. 20 Bücher zu Kreativität, Typografie, Grafikdesign raus. Die bekanntesten Autoren sind ganz sicher Erik Spiekermann, Stefan Sargmeister, Jochen Redeker und Kirsten Dietz von Strichpunkt. Genauso wichtig sind für uns aber Autoren, die vorher außer ihren Professoren niemand kannte und die mit Abschlussarbeiten zu uns kommen. Und die wir dann entwickeln und plötzlich kennt man eben die Puschaukos. Oder auch Frank Berzbach, der einen Lehrauftrag in Köln hat, der jetzt darüber hinaus, glaube ich, nicht so bekannt war. Und dann mit Kreativität aushalten und die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, im Moment in aller Munde ist. Eine locker gesprochen sehr einfache Aufteilung. Ich bin dafür zuständig, dass die Bücher ins Lager reinkommen und Karin ist dafür zuständig, dass sie wieder rauskommen. Das heißt, sie muss das Geld einnehmen, ich darf es ausgeben. Wir machen gemeinsam Programm, wir entscheiden, welche Bücher wir vorhaben zu publizieren und ich habe dann die Aufgabe, das umzusetzen sozusagen in Gestaltung und in Buchform, in Haptik und in Materialien. Und Karin hat bei den textorientierten Büchern die Aufgabe, da auch den Autoren nochmal zu helfen, den richtigen Ton zu treffen. Ich habe als einer der letzten noch im Bleisatz Schriftsetzer gelernt und da mir sicherlich den Typovirus eingefangen, der mich seitdem nicht mehr loslässt. Wir versuchen, die Bücher so zu machen, dass sie vom Einband bis zum Lesezeichen, von der Headline über die Trennprogramme bis hin zu einem gut gemachten Impressum durchgehend eine gute Qualität haben. Und das bedeutet dann natürlich eben auch, dass wir im Extremfall einen Stoff extra für ein Buch weben. Das ist auch eine Grundidee unseres Hauses, eben jedem Buch eine individuelle Gestalt zu geben. Und deswegen wird auch immer wieder was Neues erfunden sozusagen. Und dann muss man Forschung und Entwicklung betreiben. Jeder große Industriebetrieb hat einen extra Etat für Forschung und Entwicklung. Das hat normalerweise ein Verlag oder auch eine Druckerei nicht. Wir haben das so angesetzt und haben gesagt, wir dürfen diese Kosten nicht rein auf das Buch rechnen, sondern wir müssen diese Erfahrung bekommen, eben separat buchen, weil gleichzeitig spüren am Ende die Leute, dass es so toll geworden ist. Mehr subkutan, aber sie mögen dann eben das Endergebnis. Wir sind wahrscheinlich der einzige Verlag, der illustrierte Fach- und Sachbücher in Deutschland produziert. Unsere Kollegenverlage gehen dafür nach Fernost. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, in Deutschland zu drucken. Und wir haben uns auch entschieden, auf unsere Bücher einen kleinen Aufkleber zu kleben, Printed in Germany with Love. Und wenn wir aus internationaler Koproduktion oder anderen Gründen dann doch mal unserer Devise untreu werden, dann machen wir das transparent und das sehen unsere Kunden. Printed in Germany with Love war natürlich am Anfang auch dem geschuldet, dass wir eine eigene Druckerei mit diesen Büchern beauftragt haben. Aber es lohnt sich auch wegen der Qualität, die wir eben ja, erzwingen oder erreichen wollen, die Dinge nicht in Fernost drucken zu lassen, wo es mehr oder weniger ein zufälliges Ergebnis gibt.
Wir bekommen unsere Projekte auf mehreren Ebenen angeboten. Die lustigste Variante ist der Mappentag. Wir haben hier zweimal im Jahr wirklich Open Doors und dann kommen Kreative aus dem ganzen deutschsprachigen Bereich und zeigen uns Projekte. Natürlich die in der Hoffnung, dass wir sie verlegen, wir in der Hoffnung auch, dass wir Trüffel finden. Dann kommen aber auch täglich Sachen per Post oder per Mail. Wir kriegen Empfehlungen, hast du schon gehört, der und der sitzt an einem Buch zu. Wir sieben das im ersten Schritt danach, passt es thematisch zu uns. Und im zweiten Schritt sieben wir, passt es qualitativ. Und im dritten, jetzt komme ich mir schon vor wie so eine Psychotante, im dritten Schritt sieben wir, passen wir zueinander. Weil wenn Sie mit einem hohen Qualitätsanspruch eine ganze Weile durch dick und dünn zusammengehen wollen und Sie vorher schon das Gefühl haben, mit dem wird das nichts oder mit der, dann wird das meistens auch nichts. Und insofern haben wir irgendwann dieses Sieb wollen wir miteinander eingeführt und besprechen das auch. Denn dem Gegenüber geht es ja genauso, dass der oder die auch spürt, ich würde ja gerne und bei Schmidt wäre ja toll, aber ich mag die nicht. Also gibt es ja leider. Während man jahrelang eigentlich in dem ganzen Kreativbereich mehr die Cookbücher hatte, also bildschnell, hip und trend. Aber da uns ja bildschnell, hip und trend ins Netz am Hüpfen ist, habe ich den Eindruck, dass wir als Branche uns wieder mit Theorie, mit Designkritik, mit dem Nachdenken über unsere eigene Tätigkeit beschäftigen. Und darauf reagieren wir und beantworten das jetzt eben auch mit theoretisch, also mit bildlosen Titeln. Was wir früher gedacht haben, gibt es bei uns nie. Buch ohne Bilder war nicht Schmidt und jetzt ist eben Buch ohne Bilder doch Schmidt. Was mich antreibt und begeistert ist, dass jedes Buch wieder eine neue Herausforderung ist, dass ich nicht das 17. Buch einer Reihe machen muss, dass ich neue Materialien finde, dass es neue Druckverfahren gibt, dass sich Dinge ständig weiterentwickeln und dass ich in 25 Jahren gesehen habe, das, worauf ich am Anfang meiner Buchmacherkarriere drucktechnisch stolz war, da kann man heute nur milde lächeln. Wir werden in allen Punkten immer besser und sich selber dauernd zu übertreffen, wie im Sport, weil eben alles Mögliche besser wird, aber ohne Doping. Das ist einer meiner Antriebe. Sehr gern und als das iPad kam, habe ich gedacht, so ein tolles Display, jetzt kaufe ich mir meine Fotobücher fürs iPad. Und ich flippe da so durch und denke mir, ah, das kannst du auch mal machen, schön, und dann ist es fertig. Also ich bin in einem Modus des schnellen, intellektuellen Konsumierens. Wenn ich das Gleiche in Buchform mir hinlege, erstens liegen die dann tatsächlich auf dem Esstisch und es ist so eine kleine Oase und es ist auch ein Ort, den das definiert, weil das bleibt da und wandert nicht mit mir dauernd hin und her. Ich gehe eine kurze, tiefe Zeit mit dem Buch, eine Partnerschaft ein. Und ich glaube, das wird zunehmend der Wert von Büchern sein, dass sie nicht zwischendurch klingeln, blinken, aufpoppen, irgendwas, sondern so wie Slow Food. Also natürlich gehe ich, wenn ich auf meinen Vertriebsreisen bin, gehe ich gerne mal zu irgendeinem Burger oder sonst was und das geht schnell und ich möchte es auch nicht weghaben. Aber es ist was anderes, wenn man bewusst den Tisch deckt und sagt so, jetzt esse ich. Und so ist es mit dem Jetzt lese ich.